Herzlich willkommen zu einer Folge Karte in Thüringen 2.0.2.9.2. Ich danke allen fürs Kommentieren, Abonnieren, Zuschauen. Macht weiter so, freut mich. Empfehlungen ganz gerne weitergeben. Wir machen jetzt weiter und fahren den Dünger und den Saatgut zum Hof. Ja, richtig schwer zu tun. Mit 73 Tonnen. Wo kommt das her? So, der kommt zu. Hinten soll gar nicht auf, ne? Hat nichts zu sagen. Ich wollte nur nicht unnötig lange laufen lassen, mit Dünger vorlaufen lassen. Wo auch ein Ende abzusehen gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig. Naja, es geht bergauf, ne? Merkt man, ne? Trete hier auf Blech, wie man so schön sagt. Ich bin schwach. Gut, dass wir nicht weit fahren müssen. So, jetzt kommen wir ein bisschen. Letzte Aufstieg hier, sagen wir so, ne? Blöd wird nur nicht hochkommen, ne? Dann müssten wir uns was einfallen lassen. Anderen LKW nehmen. Der könnte ein bisschen stärker sein. Hab jetzt die Daten nicht im Kopf. Ja, dann muss ich mal sehen. Füllung starten. Ach, zum Tankstelle. Mhm. Ja gut, ich sag mal so, einen Tankstall hier hätte ich hier nicht bauen müssen. Weil, so, wir müssen eigentlich ein Symbol kommen. Das wird jetzt mit schwierig, mit dem zweiten jedenfalls. Dünger, Mann, Junge. Haben wir Glück. Anführungszeichen, dass wir da vorne kippen können. Hier wäre schön, wenn man so einen Markierungspunkt gehabt hätte. So, die beim ersten. Wenn das so ähnlich ist wie hier hinten, müsste jetzt hier das Abzug kommen. Ah! Ja, ich dachte schon, wir müssen da hinten ranfahren an diesen Deckel. Und das wäre ja dann, ungünstig. Für den zweiten jedenfalls. So. Jetzt haben wir den auch zu unserem Lagerplatz. Da haben wir gedacht, wenn man hier rumkommt. Da überlege ich mir noch für Outdrive Traktoren zu fahren. Wir haben ja Traktoren, da ist ja nicht unbedingt. Die müssen nur entsprechend fassende Hänger so. Die das packen, ne? Also nicht so viel, nicht so groß. Bringt ja nichts, wenn das nicht klarkommt. Outdrive. Da habe ich die anderen beiden Hänger zu stehen. Ja, das ist jetzt so ein Fall, Überlänge, sagt man so, müsste eigentlich da hinten über rein. Schauen wir mal, wenn wir rückwärts kommen. Wart nix, dann fahren wir mal so. Dann nehmen wir hier die die Kurve.
Das ist mir ganz gut, wenn man was verkaufen will. Dann passt das schon irgendwie. Weil ich will die Beine nicht voneinander trennen, weil das ist eine böse Geschichte, das entsprechend eher zusammenzukriegen. Ja, das geht gerade so aus. Man könnte den LKW ja separat hinstellen, aber in dem Fall lassen wir so stehen. Wüste, so. Stroh würde ich mal nicht kaufen, weil die Ernte muss bald kommen. Muss ich mal schauen. Die 61 war ein schöne Welt, schöne große Wiese. Wo sie wird auch teuer sein. Ja, 1,5 Millionen, viel Gras. Wir haben leider kein Gras gemacht. Ist ja auch noch eine Wiese, die kennen wir ja. Haben wir mal gehabt. Das haben wir auch mal als Wiese gehabt. Und meines Wissens haben wir jetzt überhaupt keine Geräte da zum Gras mähen. Ne? So, dann können wir schon mal Saatgut kaufen. Dünger. Auch. Wir wollten mal schauen, ob wir was haben fürs Mähen. Meines Wissens nicht. Ein Achser, ja gut, das ist ja tragisch. Ich meine, ein bisschen Heu kann man ja kaufen, ne? Also, dass wir eine Wiese kaufen jetzt von 4 Millionen. Plus Geräte, die wir auch noch kaufen müssen dafür. Na. Machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt ein bisschen Holz machen. Später noch einen Anhänger kaufen für Holz und verkaufen. Düngen werden wir jetzt nicht. Das tue ich niemand an. Man, das wäre ja eine schöne Gelegenheit, Geld zu verdienen. Machen wir das zusammen und mal ehrlich sein. Aber das wird eindeutig zu viel. Schöne große Bäume, ja, die Wiese juckt schon, aber die Wiese ist das Problem, das Fahrzeug richtig. Das ärgert mich hier nochmal, das müssen wir angleichen, das machen wir gleich mal. Das verkehrte Menü. So, jetzt haben wir aktuell planieren, angleichen. Und dazu müssen wir mal den Modus ändern. Mit X. C. Und größer machen. Ich möchte hier zumindest gut hoch und runter fahren können. Das ist ja zurzeit gar nicht möglich. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen anheben, damit wir hier auf die gleiche Höhe kommen. Das heißt, mal gucken. Bisschen anheben. Das heißt, mit der linken Maustaste kurz drücken. Ja, ist ja gleich brutal, ne? Das ist ja richtig. Ja, leicht Acker bin im Arsch. Das ist mal ein bisschen, soll ich sagen, auf
Wenn man jetzt versaut, ist im Arsch, ne? Gut Deutsch. So, angleichen war mit dem Mausrad. So, und planieren war mit. Das heißt, um hier ist ein bisschen das nicht so extrem ist. Man muss ja ein bisschen auch runterfahren können, ne? Nicht viel auf der Sprungschanze. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn einer ein Gebäude setzen will und das ist uneben, dann lieber vorher planieren, ne? Wie was ich gemacht habe mit dem Hof. Ist besser. Man tut sich keinen Gefallen. Und es kostet ja richtig Geld, in Anführungszeichen, ne? Man hat es ja meistens nicht, das ist ja das ganze Problem. Wenn dir dein Spielstand im Arsch ist, ist im Arsch, ne? Natürlich könnte man den Spielstand vorher speichern oder sichern. Und dann wiederherstellen, das geht. Aber denkt man, die meisten werden den Augenblick nicht dran denken. Ich auch nicht. So, Bodentyp. Wir wollen ein bisschen Gras machen, rechts und links. Das machen die ein bisschen kleiner. Den Modus können wir ändern, mit C, glaube ich. Den Rund können wir besser anpassen. Dass der Weg wieder so war, ist wie er vorher auch war. Irgendwas in groben Zügen. Und da könnten wir theoretisch ein bisschen. Da machen wir mal erstmal ein bisschen Straße. Bisschen. Pflasterweg, na gut. Sieht besser aus als so. Optisch gesehen. Das andere ist ja so extrem. Mit Quadraten und so. Ich weiß nicht. Geschmackssache, soll jeder machen, wie er möchte. So schräge machen. Ja, eigentlich wollte ich hier nicht das hier so machen, aber gut, okay, das passiert. Mal schauen. Ich denke mal, so ist besser wie vorher. Das ist ja ein bisschen heftig, aber gut. Wie Beton geschliffen, ne? Kann man ein bisschen angleichen, aber gut. Ein bisschen anheben, angleichen, na gut. Ja, das ist gut so. So, Bäume. Nein, Bäume. Gleich wie wieder Wiese platt gemacht hier. Ah, nee. Ja, gut. Man kam ja nicht mehr in guten runter, nehmen wir mein Auto. Das war ja der letzte Berg- und Talbahn. Oh, Holz. Das kann man hier nicht erkennen mit der Länge.
Das ist. Das liegt in Auerdreif. Oder hier unten am Leben. Ja, auch das auch nicht. Naja. Das ist blöd. Regen kann man trotzdem, wird angezeigt. Die Länge kann ich sehen. Das Problem. Einschalten, gut. Und ich schätze, nur noch sehr kurz. Ja, das geht. Ich möchte aber auch gerade hier rausnehmen, das ist wieder alle nicht weg. Zu viel. Es sollen mehr Bäume stehen als früher, also von der ersten Version. Das heißt, ich kann auch mehr verdienen. Aber kann man die Arbeit machen, ne? Also hätte man da vielleicht, die Fläche war ja im Prinzip im Grunde kahl, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. 1, 2, 3, 4, ja, letzte Folge heute. Den Sonntag, denke ich mal. Ja, 2, 3, ja. Wir müssen mal gucken hier. Ja, und dann vielleicht sehen wir uns Montag wieder. So, dann schließen wir den Winkel. Ciao, ciao. Ob der mir nicht so geht oder so. Kann auch passieren. Seid mal tschüss, bis. Bis zur nächsten Folge. Das passt auf jeden Fall. Tschüss.